So, Stream ist wieder da. Jetzt müssen wir nur warten, bis alles wieder reagiert. Tee beruhigt die Nerven, Tee beruhigt die Nerven. Was soll das Ding denn? So. So, dann gehen wir hier rauf. Liebe Zuschauer, Musik. So, jetzt müssen wir erstmal wieder Steam starten. Derweil wir Steam starten, muss ich den Launch Gaming Software Profiler starten. Das sind so die zwei Programme, die mir am längsten dauern. Weil ich mache zum Beispiel nie Steam gleichzeitig starten, wenn der PC hochfährt. So, Spieledatenbank wird erstellt, keine Rückmeldung. Das dauert jetzt auch immer ein bisschen, bis das Ganze wieder sich gefangen hat. Ich glaube, morgen gehe ich echt nur Wäsche waschen und fahre wieder nach Hause, Leute. So, Steam ist dann jetzt auch gleich wieder anwesend. So, jetzt müssen wir nur kurz warten, bis das Lenkrad sich aktiviert hat. Derweile können wir aber rein theoretisch schon mal den Truxpo Client öffnen. Jetzt müssen wir nur warten. Bevor ich dann wieder umstelle auf Euro Truck Simulator 2, weil ich muss dann erstmal gucken, ob es mit der Maus funktioniert. Also wir haben die jetzt sauber gemacht. Auch das Mauspad ist sauber. Ja, müssen wir schauen, ob es klappt, ne? Ich finde es immer so wahnsinnig witzig, bis das Programm reagiert hat. Es geht nämlich jetzt alle Spiele durch, wo es einen Links braucht. So, siehst du, dabei das lädt, können wir noch auf den Discord ganz gemütlich gehen. Discord braucht jetzt auch nochmal 5 Minuten gefühlt. Leute. Ich finde das immer so lustig, wenn man dann so 3 Tage wartet, bis alles fertig ist. Achso, mein Tee ist fertig. Schreibt mir mal eure Lieblingsgetränke rein. Bin mal gespannt, was ihr am liebsten so trinkt, gerade jetzt so, wo es wärmer wird. Habe ich schon gemacht. Die Maus habe ich schon abgeklemmt und wieder angeklemmt. Das war ja meine erste Idee, Hebekissen. Das ist ein Bier, ne? Also bei Bier trinke ich, wenn es warm ist, ein schönes kaltes Becks oder halt schwarzen Napf, aber ansonsten trinke ich am liebsten eine eiskalte Cola
aber halt dieses ohne Koffein, ohne Zucker. Und darin so ein Tröpfchen Zitrone oder so. Oder Eiswürfel dazu, das ist auch geil. Und am liebsten Milchshakes. Problem ist, ich kann die halt nicht irgendwie bei McDonald's mir gönnen. Weil Laktose. Kalten Tee. Kalten Tee geht auch, ne? Also ich trinke meinen Tee immer warm. Man soll ja Wärme mit Wärme bekämpfen und Kälte mit Kälte. Klingt dumm, macht aber ganz, ganz viel Sinn. So, Programm ist fertig geladen. Jetzt brauchen wir nur noch Discord. Discord ist auch fertig. Dann müssen wir wieder ins Streamraum. So, dann gehen wir darauf. Jetzt den schon mal nach oben. Nur, komm. Jetzt haben wir den doppelt offen. Macht nichts, können wir einschließen. Ja, ein schöner Pfefferminztee, klar. Pfefferminztee geht immer. Pfefferminztee ist pure Gönnung. Pfefferminztee ist Leidenschaft pur. Aber es gibt auch noch andere schöne Tees. Ich habe zum Beispiel das eine Jahr von einer wundervollen, süßen Person. Oh, ich weiß, genug geschleimt. Nee, aber ich habe von ihr tatsächlich ein sehr süßes Paket bekommen. Mit so ein paar verschiedenen Teesorten drin. So. Einmal bitte auf Euro Truck Simulator 2 umstellen. Liebe Moderatoren, wenn einer gerade da ist und dann nicht beim falschen Streamer, sondern bei mir. Das ist halt, wenn ich gerade nur eine Moderatorin habe und die bei zwei Streamern ist. Sie ist nebenbei bei mir, sie hat aber noch einen Hauptstreamer und hat sie versehentlich. Das ist aber meine Schuld. Ich nehme die komplette Schuld auf mich. Hat sie dann versehentlich bei Ihnen just Chatting reingeschrieben. Kann passieren. Das ist. Menschen sind keine Maschinen, Menschen machen auch Fehler, also jeder Mensch macht Fehler, kann passieren. Ich bin das zweite Mal jetzt live. Und ja, heute überpünktlich. Guckt, jetzt geht's wieder. Ha! PC-Neustart sei Dank. Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß wirklich nicht, was das war. Aber da kann man sich drüber aufregen. Da werde ich sauer, wenn die Maus sich verpisst. Ich hatte das eine ganze Weile auf einem alten Rechner, da habe ich GTA San Andreas noch gespielt. Und dann hat sich die Maus immer links nach oben in dem Bild verpisst und ich habe sie da nicht mehr wegbekommen. Darf ich rein? Klar darfst du rein. So, jetzt können wir. Aber jetzt hat er die Grafik runtergestellt. Achso, sollte auf das Mikro runterklappen. Guten Tag. Alter, hat er die Grafik runtergeprügelt. Jetzt stellt er die Grafik runter. Als ob du auf Ultra spielst. Ja. Was? Mit einer 1050 Ti sollte das ja wohl möglich sein, ne? Ich spiele immer nur noch auf eigenen Settings. So. Spiegelauflösung haben wir hoch. Spiegelqualität hoch. Spiegelsichtweite Mittel Ultra bitte. Er lacht. Das Ding ist, sonst habt ihr auf einen gewissen Meter X. Habt, dann bricht das Bild einfach nach da hinten weg und das sieht scheiße aus. Wir können anwenden und es sieht dann einfach besser aus, wenn wir auf Ultra spielen. So, mach! Jetzt hau ich dich. Ja,
Ich habe doch auf Anwenden gedrückt, oder nicht? Achso, jo. Das muss ich auch nochmal machen. Lol. So, jetzt geht's nämlich rüber nach Danzig. Endlich. Danzig? Da könnte ich mich ja positionieren. Dann warte ich auf dich in Danzig. Ich bin immer noch der Meinung, dass Kekse wahnsinnig geiler Frühstück sind. Kekse sind Baba-Frühstück. Am besten. So. Okay, wir fahren los. Jetzt müssen wir nämlich erstmal wieder alles einstellen. Ist dich. So, jetzt müssen wir nämlich da erstmal alles einstellen. Haben wir. Ich komme in Danzig zur Werkstatt gefahren, ne? Alles klar. Demnächst rechts abbiegen. Nein, nicht demnächst rechts abbiegen, wir müssen zur Werkstatt, du Penner-Navi. Biege nach rechts ab. Nein, biege nach links ab. Kein Problem, ich finde eine neue Route. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wir können ja mal auf hoch schalten, nicht auf ultra. Mal irgendwas haut hier nicht hin. Sind die jetzt am Rasen gehen? Hört sich so an, ne? Oh Leute, Alter, ich bin am Livestream, ey. Einstellung. Wir machen mal auf hoch. Spiegelauflösung. Zick. Jetzt übernimmt er auch die Einstellung. Also auf Ultra will er es irgendwie nicht. Da heult er rum. Wir können jetzt zum Vergleich noch mal kurz gucken. So, dann müssen wir nur ganz kurz auf Cake warten. Ich fahre dir dann einfach hinterher, ne? Ja, du kannst auch gucken, ob du was nach Dresden bekommst. Ja, dann warte, dann, ja, dann stehe ich mich mal kurz hier rein und guck kurz. Ich will mal ganz kurz mein Fenster schließen. Der wiegt doch nur 150 Kilo und fährt den ganzen Tag auf seinen Spulenträger. Na gut, dann fahre ich dir hinterher. Und ich bin auf Sim 1. Das war doch schon klar. Stimmt, woanders war. Ich wollte gerade kommen, ich habe nochmal kontrolliert. Ich bin wirklich auf Sim 1. Ich muss übrigens nachher was erzählen, KG, im Vertrauen. Okay.
Das machen wir dann mal unter uns. Jo. Außerhalb des Strömens! Uns klatscht das! Du weißt doch, dass du mal rein darfst, Kate. Ja, trotzdem. Aber ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich einfach ohne Fragen reinkomme. Ja, dann fragst du halt, mein Gott. Dann fühlst du dich auch nicht so schlecht. So habe ich die Erlaubnis, so habe ich den freien Lauf, weißt du? Ich kenne es, es gibt so Sachen, da frage ich immer, obwohl ich nicht Fragen brauche. So. Aber ich frage ja. Dann immer, weil du hast dann so ein Kackgewissen. Ja. So, darf ich sie Arschloch nennen? Wenn ich es ohne ihre Erlaubnis mache, fühle ich mich so beschissen. Ich sage ja nur, die Szene mit dem du ... entschuldigen. Hm. Sie ... ne? Mit dem Polizisten. Ja. Das war... Aber da gibt's auch so ein legendäres Video auf YouTube, wo so ein Typ und eine Frau, also so Polizistin und Polizist, die sind an der Haltestelle und da ist so ein Jugendlicher. Er rotzt einfach hin. Hast du was nach Dresden gefunden? Nee, ich fahr dich hinterher. Das sind ja auch nur... Hast du nicht irgendwas anderes? Warum? Ja, dann brauchst du nicht leer fahren, Digga. Ja, warte, ich guck. Also, wir kommen an Poznan vorbei, wir kommen Berlin vorbei und Dresden vorbei. Berlin? Ja, ich kann gucken. Digi, Alter, das sind 714 Kilometer. Boah, das ist leer, ist halt schon... Ich hätte Dortmund, aber das liegt ja gar nicht auf der Strecke. Ja, nimm Dortmund. Fahren wir erst nach Dresden und dann gucke ich, dass ich was nach Dortmund kriege. Das sind Traktoren. Ja, dann nimm Traktoren mit. Dann fährst du erst du mir hinterher und dann gucke ich, ob ich was da in die Ecke kriege. Ja. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Ja, warte, ich komme mit. Biege nach rechts ab. Da kommst du hinterher? Ja, klar. Boah, ich hab schon die Fenster zu, man hört das scheiß Gerät immer noch. Das Ding ist, ich weiß nicht, warum die da Rasen mähen. Da liegt so gut wie Ente. Das ist nicht mal ihr Achsenerzeug. Da können die auch mit der Nagelschere rübergehen. So, das ist nicht so Fingernagelschere. Ich habe ja heute Morgen schon wieder einen echten Anfall gekriegt, ne? Ja, ich war einkaufen. Und ein Paket wegbringen. Ich habe so einen Hals bekommen, als ich die Schlangen draußen gesehen habe, ne? Ja. Demnächst rechts abbiegen. Also Abstand schön und gut. Ja, mein Gott. Nimm ich halt einen Einkaufswagen. Das stört mich ja nicht. Aber das mit den Schlangen draußen, ne? Das ist heftig. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ach, du musst hier abfahren. Ich würde jetzt noch einmal ganz kurz das Game neu starten. Jo, mach. Wir starten es jetzt noch einmal neu. Und dann ändern wir auch mal das Hintergrundbild. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht hier irgendwas mit dem Spiel ändern. So. Dauert immer eine Weile, bis Trucksbook mir den Button gibt, dass ich da drücken darf. Moin Moin! Na, selber du geile Sau, Alex? Alle Chigi bei dir? Alle klar im BH? Moin Alex. Übrigens könnt ihr euch mal drauf einstellen. Morgen spielen wir mit Alex War Thunder. Wenn er da Zeit hat. Ich lade es mir extra für ihn runter. Er hat mich jetzt so lieb und so oft gefragt wegen War Thunder, ob ich dazu Bock hätte. Er muss sich halt nur daran gewöhnen, dass ich halt die ganzen kleinen Drecksdinger habe. Ja, nicht krank. Ich glaube, er ist krank, oder? Meint er das damit? Er guckt meinen Kanal, der muss krank sein. Gesunde Menschen krank. Gucken mich doch nicht. Nein, Spaß. Nein, machen wir wirklich morgen mal ein bisschen War Thunder mit Alex zusammen.
So, ich bin da. Okay, wir fahren los. Da. Ja. So, dann müssen wir wieder alles anschalten. So, wir machen ganz kurz noch die Kontrolle. Haben wir alles. Dann müssen wir hier noch. Können wir. Achso, ich muss ja vor, ne? Ich muss ja vor dir abholen. Dann kommen wir mit deinen Traktoren. 11 nach Dresden! Achso. Geradeaus. Boah, ich werde ihm gleich seinen scheiß Rasenmäher in sein After, aber im Querformat stecken. Oh Mann, geht mir dieses Gerät auf den Sack. Vor allen Dingen, ich mache euch auf Instagram, ich mache euch ein Bild. Ich halte euch jetzt alle 5 Tage auf einen up-to-daten Stand von diesem scheiß Rasen vor meiner Tür. Und ich schwör's euch, die machen jede zweite Woche Medi bei uns Rasen. Ich würde es ja verstehen, wenn das wächst wie Sau. Ja, wenn das jetzt, weiß ich, so 40, 50 Zentimeter hoch wäre. Also, das ist so platt. Ja, so platt ist es nicht mal an der Nordseeküste. Selbst die Nordseeküste hat noch mehr Gras als wir. Ja? Selbst auf Mount Everest oben, ja, ganz oben drauf, falls da Gras ist, das ist höher wie als bei uns hier. Bei mir kommen die vielleicht 5-mal im Jahr. Ja, wenn das jetzt den ganzen Sommer über so geht, ne? Und den ganzen Frühling und den ganzen Sommer über so geht, ne? Ey, dann schmeiß ich den Dicken von seiner Scheißmaschine runter. Ach, ist das so ein Rasentraktor? Ja, so ein. Du kennst doch diese Catcars. Ja, Cars. Ja. Ich weiß, mit so 2 Hebeln, ne? Wo der dann so vorwärts, rückwärts fahren kann, ne? Sieht aus wie ein Kart. Ja. Nur deutlich breiter und deutlich größer. Ja, ja, ich kenne die Dinger. So ja. Genau 85. Jo. Boah, wahnsinnig wirst du. Du wirst so wahnsinnig. Und dann dieser monotone Sound. So, du kannst bei dem Wetter, kannst du nicht alle Fenster zumachen. Ja, auch wenn ja, ich euch heute Morgen schon im ersten Teil des Streams erklärt habe, mein Kampf mit den Viechern, die hier mal reinkommen. Problem ist, ich habe jetzt nicht das nötige Geld, um mir hier so Fliegengitter zu holen. Sonst hätte ich mir ja Fliegengitter schon überall rangeheftet. Ne? Weil, wie gesagt, der komische kleine Grüne, der ist jetzt kaputt. Der ist tot. Den hat mein Hund gefressen. Ich habe es ihm gesagt, der wird das nicht lange überleben in meiner Bude. Ich habe ja nichts zu fressen für Insekten. Jetzt kann ich mir für die ganzen scheiß Insekten, solange wie die bin mal was essen, BB, alles klärchen. Jetzt kann ich mir für die ganzen scheiß Insekten hier erstmal was einfallen lassen, damit die bei mir überleben, ey, damit ich sie wieder rausschmeißen kann. Sag mir jetzt nicht, das geht die ganze Zeit so mit der Maut. Das weiß ich doch nicht. Ich habe aber auch vorhin schon einen Fail gehabt, ne? Du kannst doch dieses kleine Navi, was du im LKW hast, das kannst du doch, wenn du einen Shifter hast, also du kannst auch da drin hin und her setzen. Ja. Ich wundere mich, warum der scheiß Teil aus ist und drück die ganze Zeit meinen Pfeiltest hier nach unten, wo ich den Tempomat wieder aufnehme. Was mir aufgefallen ist, ich sollte mal den scheiß Pfeil nach oben klippen. Drücken. Hat Snowline schön geklippt, das Ding. Fail des Jahres, ey. Geil. Absoluter Fail. Oh, ich glaube, er ist fertig mit Rasenmähen. Aber ich will es nicht so laut sagen, sonst fängt er gleich nach hinten an. Und ich habe Schlafzimmerfenster offen. Oh. Ja, ich muss nachher werde ich mich mal auf Klo verdrücken, weil da habe ich Fliesen. Ist schön kalt, ne? Dann habe ich keinen Platz in der Küche, also muss ich meinen Hund mitnehmen aufs Klo. Das wird er nicht so toll finden, wenn ich dann da die Tür zumache, aber ich muss ihn mal bürsten. Aber wenn er die Dusche sieht, er mag das, er liebt Wasser ohne Ende, aber er hasst es, geduscht zu werden. Und das Problem ist, Fellwechsel. Ja, mein Teppich sieht aus wie Hunze. Ich muss mir mal so ein Schrubber oder so kaufen, womit ich die ganzen Hundehaare mal hochkriege. Nee, das ist, was ich dir nachher erzählen muss. Ich zeig dir dazu auch noch was. Ich bin gespannt.
Wird's lustig, oder? Absolut. Absolut. Du wirst dich wegschmeißen vor Lachen. Wo ich das... Ich habe ja gestern Abend die Info bekommen, dass ich mir das angucken soll. Hab's mir dann heute Morgen angeguckt und so, dachte mir so, nee, Alter, das kann's echt nicht sein. Dann bin ich mal gespannt. Ja. Heute mache ich mir übrigens Kartoffelspalten mit Schnitzeldinos. Und schön Curly Ketchup. Curly Ketchup. Auch ich habe manchmal einen Inder in mir. Okay, das klingt falsch, aber. Oh, nicht so schnell immer. Ah, nee, du kannst ja heute Abend nicht zocken, gell? Nee. Jetzt hätte ich gefragt, ob du Rainbow Six hast. Biege nach links. Hab ich nicht. Lubidu. Was kostet denn? Weiß ich nicht, was Rainbow Six kostet. Das hat mir meine Ex geschenkt. Aber Rainbow Six spiele ich so gerne. Ups! Ups, da hat's Buff gemacht. Komm mal auf die Luke hier. Auf die Luke. Auf das Brett. Wir wollen die weg hier. So. Mongo. Pissvieh, du. Die Fette. Vier Auge, du. Oh. Was ist denn dem Blödsinn schon wieder her? Vier Auge? Ja, hä? Mit Brille. So, bist du nicht selber Brillenträger? War ich. Hast du jetzt Kontakt im Sort? Nein, brauche ich nicht mehr. Hallo? Oh, Frauen mit Brille sehen wahnsinnig sexy aus. Ja. Also, sobald sie die Brille absetzt, kriegst du aber meistens Schock. Oder manchmal. Nee. Manchmal. Aber manchmal. Sag ehrlich, manchmal. Es gibt eine, da habe ich echt einen Schock bekommen, als sie die Brille. Also ich habe die kennengelernt, ne? So hier kennengelernt, das war noch in Berlin. Da habe ich kennengelernt, die hatte eine Brille auf, Alter, leck mich am Arsch, Alter. Ich wusste aber nicht, wo die hinguckt. Aber sie hat eine wahnsinnig geile Stimme gehabt. Eine wahnsinnig geile Stimme. Und sie konnte wahnsinnig gut Klavier spielen. Boah, Klavier ist das, ey, boah, Hammer. Ah, die hat so voll diese schönen langen Finger auch gehabt, also. Ah, also 85 so oder 90? Oh, 85. Entschuldigung, ich habe so voll raufgelatscht aufs Gas und denke mir so, ah, ist gut. Er weiß Bescheid. Ja, wir können auch 90 fahren, ist mir egal. Ja, komm, dann brennen wir 90. Oh, nächste Tank ist dann mal meine. Ja. Jetzt habe ich mich doch verschluckt. Ah. Ich verschluck mich immer an meine eigenen Sabber, Alter. Keine Ahnung warum. Ich sitze da, ich gucke so YouTube oder so und mit einmal verschlucke ich mich aus heiterem Himmel. Ja. Es gibt keinen Grund dafür. Dann bist du da völlig am Verrecken so und denkst dir so, nee, Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Irgendwie laufen immer 4 oder 5 Leute gleichzeitig in einer Reihe bei mir. Ja, bei mir auch. War das gerade bei dir auch, dass da 4 oder 5 Leute in einer Reihe gelaufen sind? Ja, ich glaube 3 oder 4 waren es bei mir. Dumm, oder? Die sollten mal ja Abstand halten, sonst stecken die sich nur alle an. Ist so. So, noch ein Fresherman's Friend gönnen hier. Für den guten Atem. Oh. Ey, das Beste ist, ich habe ja beim Mediamarkt bestellt, warte da 7 Tage auf meine Lieferung. Am Sonntag habe ich mir bei Monte im Shop was bestellt. Sonntag, warte mal. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Donnerstag, ja. 5 Tage habe ich gewartet. Ist jetzt bei dir, ja? Ja, ist da. Was hast du denn dir bei Monte bestellt? Ein T-Shirt und einen Schlüsselanhänger. Oh. Und da Frohe Postern-Aktion ist, habe ich noch ein Poster dazu bekommen von Monto unterschrieben und ein, ja gut, der Sticker ist glaube ich immer dabei. Ja,
Ich möchte gerne ein T-Shirt für ein Spielkind haben. Okay. Ah, die sind wahnsinnig teuer, die Dinger. Spielkind ist ja schon eine richtig krasse Marke geworden, ne? Ja. Und ich muss sagen, moin Lohnunternehmen. WNK. Moin, moin. Oh, 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 oh. Das geht mit 90, das geht. Man muss nur ein bisschen Schmackes unter der Puperze haben. Bohnen essen und dann geht das. Ich hatte mir auch zu Weihnachten bei 3D Supply von, ich weiß nicht, kennst du Mochi? Das sagt mir nichts. Blackout? Auch nicht wahrscheinlich. Nee. Er sind auf jeden Fall so ein Motorrad-YouTuber. Und da habe ich mir bei 3D Supply was bestellt. Den Shop kennst du aber, ne? Der sagt mir auch nichts. Naja, ist auf jeden Fall so ein Shop, der YouTuber unter Vertrag nimmt. Okay. Für Merchandise. Ey, ich habe für den scheiß Pulli von Blackout 65. 65 Euro bezahlt. Und für den von Moji, den habe ich geschenkt bekommen, der hat 50 gekostet. Und die Qualität ist so ein Dreck. Okay. Es gibt ja den gelben Auflieger, den Muldenauflieger. Wo kann man den bekommen? Den gelben Muldenauflieger, das ist ein Mod. Das ist Self-Game Editing. Den gibt's so nicht. Mod oder Self-Game Editing ist das. Den gibt es so an sich nicht. Kennst du, ich kenne den nicht, also ich kenne eigentlich alle Auflieger. Da würde ich dann mal Lohnunternehmen googeln. Ich glaube, da gibt es genug Beiträge im Truckers MP Forum drüber. Weil wir wissen jetzt auch nicht, wie man das genau macht. Oder YouTube-Videos gibt es da wahrscheinlich auch genug drüber. Einfach. Ich gehe mal vom Gas runter. Ja. Einfach auf Englisch googeln, how to. Ja. Truckers MP Yellow Mulden Trailer. Zunächst rechts abbiegen. Gott. Boah, vor mir fährt 187 Straßenbande. 187 Straßenschande? Ja. Sag mal. Biege nach rechts ab. Alter Vater. Aber wirklich fahren kann der nicht, ne? Wir fahren auch durch Potsdam. Okay, lass uns eine neue Route finden. Geht schneller. Also wie das geht, weiß ich aber auch nicht. Ja, der hier genauso. Guys, the street is not the sleeping place. Thank you very much. Have a nice day and don't call the police. Schon mal schneller. Oh, wow, da kommt ein Mädel angefahren, Alter. Huch. Demnächst rechts abbiegen. Uiuiui, da hätte ich fast ein Mädel geknutscht. Wie er küsst Mädchen im Livestream. Biege nach rechts ab. Oh, früher 5. Klasse, wir hatten. Hallo. Wir hatten Schwimmunterricht. Ih, ein Junge. Oh, wenn wir Schwimmunterricht hatten, ey, wir hatten ein Mädel bei, ich schwör's, ne? Die, immer geradeaus. Sie kam immer im Bikini und uns Jungs ist immer die Kinnlade runtergefallen, weil am Kreisverkehr erste Ausfahrt. Sie war frühreif, sie hatte schon das, worauf Männer halt gucken, Brüste. Dann hatte die halt extrem blonde Haare. Aber sie kam dann mal an. I Jungs! Ah, ne, ist ja nicht. Mal gucken, wer schneller loskommt, wa? Ja, komm, fahr los. Das war heftig damals. Gute Sechsganggetriebe. Ich weiß gar nicht, wie viel Gänge ich hab. Ich glaube, du hast
12. Hallo, salam alaikum, salam. Jetzt halt doch mal dein Maul. It's okay, please be quiet, I wanna sleep. Thank you, good night. Where are you from? Where are you from? Peter? I'm from Poland. Wenn ich Ihnen sage, dass ich Deutscher bin, dann muss ich mir irgendwelche Sprüche über Adolf anhören. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Wir brettern wieder mit 90, oder? Ja, klar. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Tasting like a Oma Schlimmer. Was? Ach, huch. Nimm die Ausfahrt hier rechts ab. Da war ein Hügel. Okay. Kommt hier schon wieder eine Mauer. Ich hasse das in Polen. Ich hasse Boah, das in Schlimm. Fest. Ist wie in Frankreich, da ziehen sie dich, in Frankreich, da ziehen die dich so über den Tisch, ne? Ey, das ist der Hammer. Erstmal für Diesel hast du 1,87 bezahlt, der Liter. Dann haben wir, ich glaube, insgesamt über 280 Euro an Maut bezahlt für hin und zurück. Ich werde nur Landstraße gefahren. Oder ziehen sie das auch auf der Landstraße durch? Boah. Ach du Scheiße. Wie viele Kilometer habe ich denn noch drin jetzt? Oh, 237. Uiuiui. Wo bist du denn da hingefahren, dass sie so viel bezahlt hat in Frankreich? An Atlantikküste. Ah. Nähe Bordeaux. Hm. Wird's auch immer lustig, wenn dir Deutsche entgegenkommen, du machst Lichthupe, aber der gegenüber nicht. Ich mach schon mittlerweile keine Lichthupe mehr. Hier ist der Gaming City? Mhm. Einfallsreicher Name. Wow. Ja, ne? Nämlich dann ab sofort Klosterhausen oder so. Mahlzeit Günni Berlin. Willkommen in mein Stream, ich singe ein Lied für dich. Fertig. Wo bist du, mein Sonnenlicht? Ich suche dich und vermisse dich. Ich vermisse deinen Atem. Geradeaus. Ich vermisse deine, wie heißt das, Mundgulli? Machst du mich Döner 3,50? Ja, Grubtecker, die waren schon geil. Die wollten doch irgendwie nochmal eine Neuauflage bringen, oder nicht? Keine Ahnung. Jucken mich nicht. Ach ja, Synchro. Sag mal, kann doch nicht wahr sein, dass hier keine Tanke kommt. Hinter uns ist eine Tanke. Nee, ne? Es kann doch jetzt nicht wahr sein. Scheiße, voll dran vorbeigepäst.
Kommt gleich eine. Es kommt nochmal eine Maut, dann sind wir an der Oder. Und dann geht es ja Richtung Berlin. Da kommt eine Tanke. Ich wünscht, ich wär ein Glücksbärschi, da wär ich klein und fett. Ich hätt nicht viel zu sagen, doch ich bin einfach fett. Unflauschig. Boah, ich mach ne Band auf, Alter. Ich suche einen Gitarristen, Bassgitarristen, Schlagzeuger und ich mach den Sänger. Und zu Sängern nennen wir uns dann die Aslaks vom Dienst. Bass ist ja nicht schwer zu spielen, ne? Muss gehen, ne? Und dann machen wir schön ein auf Metal-Band, Alter, Trash-Metal. Oder so, ne? Dann. Yeah! Komm mit Bärchen! I am Motherfucker! Yeah! Und dann stehen wir in Wacken, ja, ausverkauft. 500.000 Menschen und dann stehe ich da. Ich möchte ein Glücksbärchen sein! Motherfuckers! Yeah! Ey, wir verdienen zwar kein Geld, haben aber jede Menge Spaß. Und immer nach jedem Lied singen wir dann Sexy Motherfucker! My sexy motherfucker! Gesangstalent ist nicht vorhanden. Ich lass den mal vorbei, dass er gleich rausscheren kann, ne? Denk dran, tanke jetzt, ne? Tanken, bitte rechts abfahren. Gell? Sonst sauf ich hier ab. Kein Uiuiui, der fährt aber mit Highspeed hier lang. Ich nehme die innere Tanke, gell? Okay, ich die äußere. ...1,27, ja, das ist in Ordnung. Aber es geht noch besser. Ja gut, dann hätten wir einen Polen tanken müssen, ne? Ach, wir sind in Deutschland? Ja klar, wir sind wieder kurz vor Berlin. Wir fahren jetzt gleich. Ey, weißt du, wo du tanken musst? Türkei. Ich glaube, da ist am billigsten. Ja, aber da kriegst du einen Esel mit oben drauf, ne? Ja, das stimmt. Wir können! Auf dem Hinterteil des Esels steht dann die Rechnung drauf. Oh. So, mit der Haarschneidemaschine reingraviert. Ist dann dein Kassenbon, kannst du mitnehmen. Achtung, Überholer. Ja, kann er ja. Ja, ich sag ja nur, ne? Nicht, dass du wieder nach links schwenkst oder so. Meinst du? Ja, ich kann ja noch weiter rüberfahren. Ist kein Problem, Mäuschen. Okay. Na, mal gucken, ob er sich bedankt. Zieht ja nicht mal rüber. Ja, dann. Mittelspurschleicher. Der Spurhalten ist aber jetzt auch nicht so seine Stärke, ne? Jetzt sagt der Richtige. Entschuldigung, ich muss nebenbei auf Chat achten. Könnte sein, dass irgendeine hübsche Blondine was schreibt. Könnte sein, dass irgendeine hübsche Mädel kommt und sagt, hey Cookie, I love you, Aramura, je t'aime, baby. Mach nämlich eine Esel. Ja. Ahem.
Bella, Bella, renn nicht weg, du bist eine verdammt süße Keks, mach mir eine Pizzateige, Bella, oh, mua, mua, knutschi, knutschi. Das könnte auch passieren, ne? Kommt so eine kleine Italienerin rein, ah, musst du machen, Pizza, Blick mal, kommt ein französisches Mädchen rein. Rechts halten. Oui, machst du noch Baguette? Nehmen. Aber nicht, nee, schnell, schnell, oui. Und dann geht sie dir auf den Sack zu. Chameur, chameur, schickidee, schickidee. Oui, oui. Geradeaus. Ja, Gott sei Dank kann ich kein Französisch. Bitte rechts halten. Gott sei Dank habe ich keine Facecam. So wie ich das Gesicht verziehe, wenn ich irgendwas hier mache, ne, das ist ekelhaft. Außerdem würde ich nie mit Facecam streamen. Dann seht ihr mal, wie oft ich mir in der Nase rumpopel. Nein, Spaß. Ich glaube, ich habe mit meinem schlechten Heavy-Metal-Sang ein paar... Bitte links halten. Zuschauer verjagt. Also ja, traurig. Ich glaube, ich habe sogar meinen Vater verjagt. Weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, der war schon bei den Franzosen, bei dem Dings raus. Mich kann nicht schocken. Stimmt, kennst mich ja schon eine Weile. Mann, ja, Speed Race hier, du weißt schon, auf der anderen Straßenseite? Stimmt, da fährt einer falsch rum, ne? Ja. Was macht eigentlich dein Report von gestern? Weiß ich nicht. Kann ich ja nachher mal gucken. Ja. Jo, der fährt falsch rum. Nightcore auf Twitch.tv. Ich finde Nightcore so lächerlich. Also Nightcore, für die, die nicht wissen, was Nightcore ist, das ist einfach Musik extrem verschnellert. Damals hat man gesagt Mickey Maus Gesang. Heute sagt man Nightcore dazu. Nightcore kann ich mir aber auch nicht geben. Nee, Nightcore kann ich gar nicht. Fährt falsch rum. Are you sunshine? Is not United Kingdom. That is here Germany. You know? It's the country of Kartoffelfaces. So, herzlich willkommen. Alter, der zieht das aber auch voll durch, ne? Den juckt das nicht, ne? Ne, aber immer schön gib ihm drei, Alter. Das juckt ihn überhaupt nicht, Alter. Ist bestimmt Alfred der geile Lurch, Alter. Überleg mal, da kommt ihnen jetzt ein Admin entgegen. Das ist doch ein Permaban, Alter. Definitiv. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Tschüss, Alfred. Wir sehen uns gleich wieder. Und da kommt ihnen jetzt was entgegen. Oh, Maschallah, das knallt. Oh, das knallt. Der war geil. Sag ich doch. Mit Ansage. 12 Points! Dick Point! Oh, Maschallah, das knallt! Oh, ich weiß nicht, der Typ, der kann sich von seinem Account hier verabschieden, Alter. Das ist ein Definitiv. Wie kann man so kacken dämlich sein? So geil, Alter. Und das Geile ist, es hat geknallt. Hey, wäre es mein LKW gewesen, ich glaube, ich hätte ihn zusammen geschissen. Da wäre dann erstmal ein Report rausgegangen. Aber sowas von... Oh, da kommt der nächste mit Double Trailer hinterhergeschossen. Oh, Germany 12 Points, die Point. Geil, Alter. Wenn die Synchro so weitergeht, bin ich gleich an dir vorbei. Ja. Guck. Das ist doch lächerlich, oder? Ey, ich fahr straight 90, ne? Ja. Royal Philip, dann ist das halt so. Wir zwingen keinen der Spiel. Dann hast du verlassen. Das Ding ist, wenn ich dich in den Raum reinziehe, du siehst es, ich habe Cake zu mir reingezogen. Selbst er bleibt drin.
Ich habe vorhin den Pueblo reingezogen. Er ist auch drin geblieben in den Raum. Ich weiß nicht, was du machst, dass du immer wieder rausfliegst aus dem Raum. Ja, und dann haben wir nun mal in der Spedition eine Form der Höflichkeit. Wenn du dann jetzt wieder die Spedition verlässt, das ist nicht mein Problem. Das ist deine Kanne Bier. Aber mit so einem Verhalten, ich muss hier übrigens rechts ab. Kannst aber auch mit 90 heizen, ne? Das passt. Cookie? Ja. Kellerkind? Seit wann der auf dem Discord? Alles geklärt. Ah, okay. Alles geklärt. Gut, da habe ich nichts gesagt. Ja, der dürfte jetzt oben bei den anderen sitzen. Glaube ich. Vorsicht, rechts steht einer. Nein, Gaming, alle Gaming-Ecken sind leer. Okay. Wer hat höhere Rollen? Royal Philip, das hat damit nichts zu tun. Es kommen auch hier Leute rein, die keinen Rang haben und die bleiben in dem Raum drinne, weil in dem Raum, der Raum ist lediglich nur fürs, also normaler Spieler bzw. Spedition, Rang kann den Raum nicht betreten. Ab Moderator kannst du den Raum selber betreten, sonst musst du reingezogen werden. Mehr hat das nichts damit zu tun. Der Ding ist einfach, wenn ich Leute hier reinhole, die bleiben hier drinnen. Die fliegen ja nicht automatisch raus und du bist ja immer wieder rausgeflogen. Ne? Und dafür können wir nichts. Wenn man nicht fahren kann, kann man nicht fahren. Biege nach rechts ab. Ja, komm, wir fahren rüber. Ich wusste nie, was ich trinken kann. Kleiner Blick. Fast an einem Keks verreckt, Alter. Der war schon gut staubig, ey. Oh, Maschallah, ey. Was knallt, ey. Aber ich werde jetzt auch nicht mit jedem hier rumdiskutieren, ne? Also, wenn ich jetzt mit dir da rumdiskutieren muss, jeder ist für seine eigene Technik verantwortlich. Und wenn deine Technik nicht funktioniert, funktioniert deine Technik nicht. Also das hatten wir wirklich noch nie, dass einer aus dem Raum die ganze Zeit rausgekickt wurde. Vorsicht, der eine vor mir leckt. Biege nach rechts ab. Boah, ich muss die Skalierung gleich wieder runterballern. Warum? Weil ich in der Stadt nur 25 FPS habe. Biege nach rechts ab. Was ist eigentlich mit Kevin? Hat er seinen Rechner mal fertig gebaut? Ja. Aber seitdem ich keinen Bock habe, mit ihm LS17 zu zocken, habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Demnächst links abbiegen. Warum hast du keinen Bock, mit ihm LS17 zu spielen? Weiß ich, LS17, das wird irgendwann langweilig. Biege bei mir. Nach links ab. Das ist irgendwie nichts. Dann musst du LS19 spielen mit ihm. Endlich. Ja, wir sind da. Hab ich ja nicht. Schon wieder mit der Maus. Was ist denn das? Hast du vielleicht dein Lenkrad als Maus drin? Keine Ahnung, glaub nicht. Was ist denn das? Wie kann ich denn das rauskriegen? Warte. Ich guck kurz in den Einstellungen. Bei Controller, ne? Ja, auf jeden Fall da. Tastatur, Logitech, Racing Wheel.
Up, Feedback. Alter, es nervt, ne? Es nervt so wahnsinnig. Also ich habe zum Beispiel nur Tastatur plus das Lenkrad. Das hast du ja auch, ne? Ja. Ja, genau. Ja, aber woran kann das denn bitte liegen? Boah, gute Frage. Das ist doch kein Spiel mehr. Vor allem, es passiert ja, ne? So an sich passiert ja nichts. Ja. Das Ding ist, es ist nur, wenn ich jetzt hier drinne bin. Nur hier. Okay, sonst? Nur bei ETS 2 habe ich das Problem mit der Maus. Komisch. Aber du kannst sie dann noch runterholen, ne? Also, ja, aber sie geht halt immer von rechts nach links. Was ist denn das bitte für eine Scheiße? Hast du dein Lenkrad mal gerade? Ja. Und das passiert? Ja. Also ich kann jetzt höchstens die Maus nur mal rausziehen und wieder reinstecken, aber langsam habe ich die Schnauze voll. Ja. Na, andere hast du auch nicht, ne? Nee. Hab leider keinen, der hier ordentlich überlegt. Zum Beispiel, ja, so ein Beispiel, dass ich mir eine neue holen kann. Ich starte jetzt mal kurz das Spiel neu. Ja, mach mal. Ich warte hier so lang. Und außerhalb des Spiels passiert das nicht mit der Maus. Es ist nur in ETS 2. Gut, ich gehe mal kurz auf Toilette. Ja. Ich habe das wirklich nur in ETS 2. So, hier seht ihr das, ne? Die Maus ist beweglich, also hier passiert das nicht, ne? Und jetzt, sobald ich wieder hier drinne bin, macht er das. Warum? Warum macht er das? Das darf er gar nicht machen. Das ist, weiß ich nicht. Warum macht er das? Ist wieder so eine Sache, da könnte ich schon wieder durchdrehen. Da könnte ich so am Rad drehen. Er macht das nur hier drinnen. Das kann doch nur eine Einstellung sein. Was ist denn jetzt los? Anstrengend. Es macht absolut keinen Spaß, so zu spielen. Es macht absolut keinen Spaß. Es ist wirklich nur in diesem Kackspiel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Woran kann das liegen? Hier, so, ne, normalerweise, wenn die Maus verkeimt wäre oder so, ne, wenn die dreckig wäre, dann müsste es auch hier. Aber nur sobald ich hier reingehe, in dieses Menü. Und da muss doch irgendwas in der Einstellung sein, wo man das einstellen kann, oder nicht? Warte, ich guck mal kurz auf Twitch, weil ich habe immer nur den Chat offen. Das ist doch nicht mehr normal, Leute. Ja, das ist, weil dann hast du das Lenkrad als Maus. Wie kann ich das machen? Am besten Eingabehilfe.
Ja. Und dann das Lenkrad nochmal neu. Controller, genau. Und dann fertigstellen, ne? Ja. Das heißt, ich darf jetzt das ganze Lenkrad nochmal einstellen. Nee, ist ja. Ist. Aber ist immer noch, ne? Ja. Warte mal kurz. Ich mach mal. Also ganz ehrlich, zur Not deinstalliere ich das Spiel. Dann war es das jetzt offiziell mit ETS 2. Habe ich auch kein Problem mit. Nein, jetzt bleib mal ruhig. Gibt andere tolle Spiele. Turn the music off. I report you. Turn the music off. Wir sind doch hier nicht auf dem indischen Basar, Leute. Ja, ist ja genauso, wenn ich Tab öffne. Und jetzt die rechte Maustaste. Hier. Da ist die Maus in Ordnung. You are not alone here. So, ja, hier, da. Die Maus ist so in Ordnung. Nur in diesem scheiß Menü nicht. Das wichst schon wieder an, ey. Das wichst so dermaßen an. Dass meine Maus sich nicht mehr bewegen lässt, weil das. So, wenn ich jetzt hier wieder reingehe, seht ihr ja. Normal ist das nicht, Freunde. Normal ist das definitiv nicht. So, ich kann ja mal da versuchen raufzukommen. In den alten Spielstand schlagen. Ach scheiße, schon wieder vertippt. Das ist 22.07. Ich lade das mal eben. Vielleicht habe ich das ab da nicht mehr. So, das heißt, es ist ein bisschen was verloren gegangen. Mein Gott. Vielleicht habe ich das ab da nicht mehr. Er macht das immer noch. Ja! So, Freunde der Sonne, ich muss mal kurz ein paar Tee holen hier. Du bleibst hier. Auf immer zu bellen, Digga. Okay. So, also. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Controller-Einstellungen? Eine Option.
Controller-Einstellungen? Ja. Dann bis Maus-Cursor-Controller wechseln, runterscrollen. Wo ist das? Ja, habe ich. Und dann auf Zurücksetzen klicken und dann mal gucken, ob es weg ist. Und dann ignorieren. Nicht Nutzung als Maus, sondern auf Ignorieren, wenn da irgendein Pop-up kommt. Heute ist der 9.4. Ja. Es gibt nicht viel, was mich so aggressiv macht. So, wir müssen jetzt erstmal nur einen Spielstand wieder laden, der aktuell ist. Und dann machen wir das. So, jetzt stehen wir hier. Ja. Also, wir gehen auf Option. Dann Controller. Runterscrollen. So. So. Zurücksetzen. Cursor-Geschwindigkeit. Also auf Zurücksetzen geht er nicht. Wie, der geht nicht auf Zurücksetzen? Ja, wenn ich drauf drücke, passiert nichts. Als ob. Wen wollen die denn verarschen? Schreibe ich halt SCS-Software an. Können die richtig Ärger kriegen von mir aus. So, jetzt habe ich es langsamer gestellt. Ja. Und auf Zurücksetzen. Geht nicht. Geht gar nicht. Was ist das denn für ein Bug? Warte, ich guck mal kurz in der Config. Vielleicht kannst du da irgendwas aktivieren, deaktivieren. Also ich bin ganz ehrlich, also wenn wir jetzt den Fehler nicht rauskriegen, dann war es das letzte Mal ETS 2. Bin ich ganz ehrlich. Dann wird das deinstalliert, das Spiel, bei knapp 3000 Spielstunden und dann ist Feierabend mit ETS 2. War ganz einfach. Ich lasse mich garantiert nicht verarschen von irgendeinem Spiel. Weil hier, ne, ihr seht das. Hier, die Maus bewegt sich nicht. Cursor Speed. Ne, deinstalliere ich dann auch das Schallspiel. Fahre ich halt keinen LKW mehr. Ich fahre doch nicht ATS. Ist mir zu langweilig, Alex. Ist nicht böse gemeint. Und Geld für eine neue Maus habe ich jetzt auch nicht. Ich sag doch, die ganze Scheiße fing an, als ich hier runtergezogen bin. Ja, die Lösung ist, dass ich das Scheißspiel dann deinstalliere. Ich hole mir mal einen Schokodrink. Ja, mach das. Soll ich mich jetzt von so einem Wichsspiel verarschen lassen? Dann halt nur noch andere Spiele gespielt. Ist mir ja. Alle Spiele, die mich jetzt abficken, verstehst du, komm weg. Deinstallierung. Fertig. Jetzt habe ich mich jetzt hier mit so einer Kindergartenkacke auseinandersetze. Einzige, was mir jetzt vielleicht übrig bleibt, ist den Stream beenden, auf Steam gehen, das Ganze komplett safen, ja, also wirklich meinen Spielstand komplett sichern und dann alles neu installieren und dann off-stream probieren, ob es funktioniert. Das ist jetzt die einzige Lösung, die ich habe.
Und? Ja, ich habe einmal den Spruch gebracht, are you blind? Und Bianca schreibt, are you blind? Ja. Könntest du nochmal, warte, ich schreibe erst mal kurz was rein. Mache ich auch mal eben. So. Könntest du nochmal, warte. Option, ja. Genau, Option, Controller-Einstellungen. Mhm. So, dann Controller unter Art Lenkrad. Und das geht immer noch nicht mit dem Zurücksetzen. Das ist auch der Hammer. Oh, oh, oh. Eigentlich müsstest du auf Zurücksetzen klicken können. Aber da passiert nichts, ne? Vielleicht im Singleplayer. Das kannst du mal versuchen. Wir gehen mal zusammen alle kurz in den Singleplayer. Oder, wenn das nicht hilft, wechsel mal deinen USB-Port vom Lenkrad. Das heißt, dass du das Lenkrad quasi in einen USB-Port daneben steckst. Dann erkennt ETS schon, dass es ein neues Lenkrad ist. Ja, weiß der Geier, welches das ist. Chill mal, ich steck einfach um. Genau, steck einfach mal um. Und zwar tausche ich dich mit der Maus. So, vielleicht kriegen wir das jetzt im Multiplayer hin. Versuch. Vergiss es. Wir können jetzt nur versuchen mit dem Zurücksetzen. Nochmal. Ja. Kommt der Inder schon wieder? Meine Fresse. Ich kann nicht zurücksetzen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Wie heißt der Angel Mouse Cursor? Controller. Virtual Cursor Speed 500. Was ist, wenn ich mal einen Controller suche? Controller? Wurde nichts gefunden. Gut, wir machen das ganz einfach. Ich habe eine Idee. Eine Idee habe ich noch. Vielleicht haben wir Glück, weil meine Kekspackung lag die ganze Zeit auf dem Controller. Passt auf. Seht ihr das Problem?
bin weg. Tschüss! Hau rein! Nö! Das ist doch so lächerlich! Es ist doch so lächerlich! Es ist so lächerlich! Es ist so fucking lächerlich! Es ist so fucking lächerlich. Okay, also pass auf. Ich muss gucken, dass ich an irgendwie Winkel oder so rankomme, dass ich ein bisschen Holz rankriege. Ich muss mir jetzt hier definitiv an der Wand was bauen, wo ich eine Lampe ranhefte, dass ich hier ein bisschen was sehe. Wo ich mein ganzes Equipment hinhängen kann, wo die ganzen, wo Joystick hin kann. Vielleicht hier noch so einen extra separaten Tisch oder sowas da hinstellen für, ne, also. Das kann nicht wahr sein. Fusa! Stell dir vor, dir wäre das nicht aufgefallen, du hättest das Spiel deinstalliert und nachher hättest du dich noch umso mehr geärgert. Aber ich glaube, das Spiel hättest du eh nie deinstalliert. Klar. Deinstalliert und neu installiert. Wäre jetzt nichts übrig, mir wäre jetzt wirklich nichts anderes eingefallen. Bis ich dann gesehen habe, okay, der Controller leuchtet, vielleicht liegt es daran. Ja, so. Willst du nach Fracht gucken oder willst du mir hinterherfahren? Wo fährst du denn hin? Dortmund. Externe. Dortmund. Wir fangen mal von da. Das ist alles Prag. Bratislava. Warschau. Danzig. Ja, Alex, das ist wirklich krank. Aber so hätte ich auch sein können. Erstmal in Einstellungen gucken, Config gucken, ne? Und dann nachher auf den Controller gucken. Es sind halt die sinnvollsten, sinnlosesten Sachen, wo man nie drauf kommt. Ja. So, ich guck mal eben auf Aufträge, auf normale. Scheiß drauf, ich fahr dir bis nach Dings nach. Machst du Absicherung, ja? Jetzt geht mein. Ich muss kurz das Spiel schließen und neu starten. Ach, weil du im Spiel dein Lenkrad ein- und ausgesteckt hast, ne? Ja. Wusa. Einfach nur Wusa. Oh Gott, ey. Sag mir jetzt nicht, die Einstellungen sind weg. Was war denn jetzt die Einstellung? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann absolut nicht wahr sein.
Die ganze Steuerung. Die ganze Steuerung. Ach man, nee, nee. Da bin ich raus, Alter. Da bin ich sowas von raus. Ganz ruhig. Jetzt kann ich mich um die ganze Scheiße kümmern. Mann. Der hat die ganze Steuerung zerhauen. Oh, nee, ne? Blinker links. Ja gut, jetzt alles hat er nicht zerhauen. Warnblinker. Wo habe ich einen Warnblinker drauf gehabt? Da. Lichthupe. Lichtmodi ist das. Lichtmodi war... Ob Standlicht, Fernlicht, also Standlicht oder halt Abblendlicht, ne? Hupe. Da. Lichthupe. Was war denn das hier oben? Warnblinker. Oh, ich nehme jetzt die Warnblinker. Warnblinker war Joy-Taste 21 eigentlich. So, und dann hatte ich Lichthupe. Hatte ich nämlich da. So. Mahlzeit, Marcel. Jetzt kann sein, dass du beim Gangwechsel noch einstellen musst mit dem Ganghebel, ne? Wie du es vorher immer gemacht hast. Ich weiß ja nicht, wie du es vorher immer gemacht hast. Cake. Also Dope Cake. Okay, wir können. Ja? Sorry, aber... Alles gut. Ah, oh, Leute, Alter. So, moin moin erstmal an alle, die da sind. Und sorry für mein Rumragen, aber irgendwie, ja, Kekse fressen und... Irgendwie lag dann die Kekspackung auf dem Controller. Der Controller war natürlich noch eingesteckt. Und dadurch, ja, habe ich mir gerade mal eben die halbe Steuerung zerhauen. Jetzt müssen wir nämlich immer auf Keki achten, wo er langfährt. Weil ich habe jetzt keine Fracht bis nach Dortmund. Leute, ey. Hast du es denn jetzt halbwegs wieder so, wie du es vorher hattest? Ja, jetzt habe ich es wieder. Ja, okay. Och. Was ja geil wäre, wäre noch halt dieses Sidepanel von dieses LS, von diesem LS-Lenkrad. Okay. Da könnte ich dann noch mehr anstellen. Ne? Mhm. Zum Beispiel die Scheibenbücher bräuchte ich daran. Was kann man denn da noch machen? Da kann man so viel machen. Dieses, Hast du den Blinker nicht gesehen? Nee. Ich war auch ein bisschen schnell, tut mir leid. Alles gut. Das Problem am Scania ist halt, er ist ein geiler LKW, keine Frage. Aber der hat so viel Power, wenn ihr da einmal richtig in die Eisen geht, er ist halt kopflastig, ne? Dann geht er auch in die Eisen. Ja, das Problem ist, dass halt das meiste Gewicht vorne ist, wegen der Fahrerkabine. Mhm. Und dann driftet der aber mal. Holla die Waldfee, ne? Mit dem Einachser macht es besonders viel Spaß. Ich freue mich nur dieses Jahr auf die Wintermod. Ich hoffe, die ist genauso wie letztes Jahr.
letztes Jahr gab es die doch nicht, ne? Wegen der Probots. Du meinst die davor. Vorletztes Jahr. Ja, oder die. Die gab es letztes Jahr nicht? Nee, wegen der Promods. Okay. Und die vorletztes Jahr, die Wintermod, die war so heftig. Ja, bist du richtig gerutscht. Die war schon nicht mehr witzig. Und da habe ich aber auch kein Mitleid, die reporte ich trotzdem alle. Können sie noch ja. so reinschreiben, ich habe dieses Abort. Interessiert mich, muss man fahren lernen. Aber heute ist eh schon der ganze Tag so völlig verschissen. Hab mir vorhin was angeguckt, ey, da habe ich mich erstmal, weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Daraufhin musste ich dann erstmal jemand anrufen, musste mich da auskotzen. Das ist ja das, was ich dir nach dem Stream zeige. Mhm. Ah, die gab's wohl doch, meint Luna. Also glaubt sie. Also, soweit ich weiß, als die Promods kamen, gab es die nicht. Die Promods kamen ja letztes Jahr mit dazu. 2019. Oder hat man dann nachträglich nochmal. Oh, jetzt muss ich pinkeln, ne? Ey, da. Nächste Tankstelle müssen wir mal. Oder hier. Ich halte mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz pinkeln, ne? Ja, ja. Oh, tut mir leid, Mädels. Alles gut, Marcel. Er war ja auch lange nicht da. Kommt mal. So. Ja, Kate war lange nicht da, ne? Mhm. Er hat mich ganz lange verlassen. Für eine ganz lange Zeit. Wie lange war das denn? Oh, ein Jahr oder so hatten wir bestimmt keinen Kontakt. Bestimmt. Ja, ich bin ja in die eine Community rein. Mhm. Bei der Zween für sich. Okay. Und kurz danach hatten wir dann den Kontakt nicht mehr so. Oha, oha, jetzt. Oh, nein, brems ab. Ich will die Tour nicht. Was? Ich bin zu schnell. Warum? Ich darf doch nicht über 99 km/h. Warum? GTC-Regel, außer Tour ist über 1000 Kilometer. Du fährst mit dem Chef. Was willst du machen, wenn die Ladung drückt und du fährst bergab? Na gut, ist ja auch nicht gern gesehen, ne? Mal ja, ist es ja in Ordnung. Ja, es ist nicht gern gesehen, richtig, aber. Jetzt mal ganz kurz über 100 km/h, mein Gott. Wo ist das Problem? Das wären bestimmt 103, 104 gewesen. Also ich hätte richtig aufholen können. Okay. Also Tempomat-Taste fehlt.
Können wir mal ganz kurz. Die geht. Wenn ich jetzt Tempomat rausnehme. Ja, okay, hier die Tempomat-Taste fehlt. Und die Enter-Taste und so, die weiß ich noch nicht. Aber das kann ich ja gleich, wenn wir in Dortmund sind. Kann ich ja die letzten 3, 4 Tasten bearbeiten. Weil das hier ist Lichthupe. Das war die Tempomat-Taste. Die funktioniert nicht. Das war. Ich weiß nicht, wofür die Taste war. Die wen weiß ich nicht mehr. Links halten. Ja, ich fahr mal ein. Ne? Jo, fahr. Ah, kann ich eigentlich auch machen. Und warum ja, ich mit Abstand zu ihm fahre, ist. Ja, toll, ich hätte hier in der Mitte auch einfahren müssen. Ja, ich auch? Ist ja. Aber hier das Autobahnkreuz bin ich so selten. Ach, können wir so bleiben. Aber ich hatte das auch schon in Rocket League. Da habe ich mir mal. Irgendwas war da. Ach ja, ich habe die neue Grafikkarte eingebaut. Und dann habe ich halt die Spiele alle eingestellt. Nee, das war weit nach der Grafikkarte. Irgendwas war da. Und dann. Ah, mein Umzug. Und ich wollte Rocket League spielen bei meiner Freundin. Da hat es mir die Steuerung komplett zerhauen. Da habe ich dann einfach sein lassen, Rocket League zu spielen. Habe ich dann irgendwann mal ganz in Ruhe wieder alles eingestellt. Ah, sie sind aufgestiegen auf Level 249. Wow. Was passiert eigentlich, und das interessiert mich, wenn ich jetzt mein Level runtercheaten würde? So auf Level 5. Verliere ich dann meine Anbauteile? Ich glaube das nicht, aber du kannst sie dann nicht mehr verwenden. Dumm. Also du kannst sie dann nicht an einen neuen LKW dran bauen. Wenn es überhaupt geht, das runterzumachen, ne? Ach, bestimmt. Ja, bei mir ist es auch ein bisschen hoch. Ein bisschen ist gut. Welches Level hast du? Weiß ich gerade nicht. Aber. Ich glaube 238.000. Ja, da ist aber jemand bei Cheat Engine ausgerutscht, hä? Nee, das Problem ist, Cheat Engine hat nicht funktioniert bei mir. Und dann habe ich eine Mod genommen. Nee, jetzt fahre ich geradeaus, weil ich da einfärben muss. Ich nehme jetzt aber auch erstmal geradeaus. Oh, hier fehlt mir aber auch die komplette Schleife, ne? Mm. Ja, hier ist man selten. 507.000. Da bin ich ja noch gut. Ich habe mich auf den Accounts, ich glaube, auf Level 40 geschummelt. Weil ich einfach. Ne, das Problem ist, ab und zu zerschießt man sich sein Profil, weil man halt viel Blödsinn macht. Deswegen spiele ich nicht so gerne mit Mods. Und naja, da habe ich halt Level 30, 40 mich geschummelt. Ne, und jetzt seht ihr ja, ich streame so viel, ne, wir sind auf Level 200 irgendwas. Ein bisschen heftig, Alter. Kriegst ja nichts mehr dazu. Ach, komm's gar nicht. Gib Stoff, Junge. Also ich fahre hier gemütlich mit 90 hoch. Ja, bei mir ist er schon bei 80. Kann ich ja anschieben.
Dafür geht's gleich umso besser bergab. Ja, das ist ja die Faustregel. Da, wo es hochgeht, geht's auch wieder runter. Ja. Ja gut, ich habe mir jetzt mehr erhofft, ne? Also meine Tempo-Wiederaufnahmetaste muss ich, Tempomat. Mhm. Muss ich wieder bedienen. Aber sonst ist alles erstmal. Ja, ich guck gleich, ob die Enter-Taste. Das war die Enter-Taste. Ne, das war die Enter-Taste. Das ist Motor. Jetzt geht's hier richtig bergab. Naja. Dann war das hier anstöpseln und das war. Ne, das ist anstöpseln, das ist Enter. Was waren diese drei Tasten? Ich habe drei Tasten, die ich nicht weiß. Also eine ist auf jeden Fall Tempomat. Dann habe ich immer noch zwei Tasten, die ich nicht mehr weiß. Hm. Was waren diese beiden Tasten? Oh, heute Abend 17 Uhr wieder Kieferorthopäde. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Kriegst du feste Zahnspangen oder kommt die raus? Nein. Ich habe Ostern habe ich die feste Zahnspange rausbekommen, letztes Jahr. Ja. Und da habe ich eine Lose bekommen. So, aber unten die Lose, die hat nie wirklich gehalten. Jetzt haben die mir die neu gemacht. Na super. Ja, ich will mir einen Zahn ziehen lassen. Mhm. Aber da muss ich mit einem Zahnarzt sprechen, ob er das macht. Ich hätte eigentlich eine Zahnspange damals tragen müssen. Und ich habe immer Angst vor Zahnärzten. Ich weiß nicht warum. Und die Schneidezähne, die sind ja alle in Reihe und Glied eigentlich, ne? Rechts halten. Rechts halten, gut. Und ich habe halt einen, der ist gewachsen, hat den Milchzahn weggeprügelt. Und seitdem an steht er quer. Und ich bin jetzt echt der festen Meinung, dass ich den raus haben will. Dann habe ich zwar erstmal eine Weile eine Lücke, aber man kann ja mit Zahnärzten sprechen, sich da eine Prothese reinmachen zu lassen. Dann sehe ich nicht aus wie so ein Harzer. Wie so ein Fahrkartenknipser, ne? Aber Fahrkartenknipser, ich glaube, da brauchst du noch lange. Bis du so was wirst, da musst du jeden Tag keine Zähne putzen, ey. Ja, das finde ich zum Beispiel widerlich. Wenn so die Beißerchen komplett vergammelt sind. Ich will jetzt halt mir den einen schrägen Zahn rausnehmen lassen. Ey! Idiot! Hast du das auf, hat man das gesehen? Ja, ja. Gut. Kann das bitte einer klippen? Sunshine is not a problem, we have recording. Hat er sorry geschrieben, oder was? Nö, er hat gar nichts geschrieben, der Idiot. Gut. So, Ampel ist grün. / P-Info 86 ist das, ne? Ja. Gut. So, Truck ist MPID mal notieren. Danke. Dankeschön. Vielleicht stelle ich dir dann zur Verfügung, kriegst du ihn. Scheiße, was war denn jetzt die ID hier? Ja, auf der Landstraße ein bisschen beschissen, ne? Ich wollte nur gucken, ob ich driften kann. 30 80 363.
Aber ich habe heute schon zwei Fails hingelegt. Einmal das mit der Maus und einmal das mit meinem Navi da. Mit dem hier, wo ich halt durchsetzen kann. Ah, jetzt habe ich Motorfehlfunktion. Entschuldigung. Alles gut. Ich hatte da eine kleine Beule, die musste eh wieder ausgebeult werden. Ja, kannst du auch machen, Luna. Ja, das wäre süß von dir, wenn du das machen kannst. Iju? Iju? Ist das Ich auf Türkisch? Iju? 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 Ah, die ist schon goldig, ey. Dankeschön, Lunachen. Jo, ich danke dir. Morgen übrigens, Konsek hat Konvoi. Oh, das hier, ich kann eigentlich nur kurz zu meiner Freundin fahren, Wäsche waschen. Ich würde gerne bei der Konsek mitfahren. Ich zieh dir noch mit Fracht ab. Alles gut, Luna. Ich fand's halt lustig mit dem Ü hinten dran. Iju. Ist nix los, alles klar. Ja, weiß ich, dass es morgen auf der Promos ist. Oh, Überholer. Und was haben wir morgen? Freitag. Richtig. Und was ist Freitag? Dann fahre ich doch mal zu meiner Freundin. Ja, ich weiß. Ja, ich werde mit ihr schreiben, dass ich nur zum Wäschewaschen komme. Und meinen Krempel da abhole. Den meisten Spaß verpasse ich ja mal leider auf dem Wochenende. Ich weiß nicht, aber weißt du noch, bevor wir uns nicht mehr gehört hatten, wo ich mal mitgefahren bin? Ich weiß noch, früher war das so, da hat ETS mich gar nicht mehr gepackt. Da hatte ich schon nach einer halben Tour keinen Bock mehr. Ja gut, und mich weiß packt das Spiel immer wieder, ne? Aber ich kann dich verstehen. Und jetzt fahre ich 1000 Kilometer Touren alleine. Ja, muss ich halt meiner Freundin sagen, ne, dass ich halt nicht kann. Wohin fährst du? Dortmund, ne? Ja. Nur noch mal. Ja, fahr ich hinterher. Jojo, sind nur noch 75 Kilometer. Beziehungsweise jetzt 70. Sonst hätte ich F7 Enter gemacht. Aber ich würde sagen, wir fahren noch eine Tour, oder? Ja, bloß, ich weiß nicht, wann Essen bei mir gibt. Ja, eine kleine. Aber ich mach mal schnell F7 Enter. Dann ja, mach mal. F7 Enter. Ah, die Enter-Taste funktioniert auch nicht. Okay, dann kann er nämlich schnell fahren und wir gehen mal ganz schnell die Tastenkombis durch. Das riecht nach Essen bei mir. Das riecht nach Essen bei dir. Dann machen wir nur noch die Tastenkombis und dann machen wir auch erstmal Feierabend, weil dann würde ich mir auch was zu essen machen. Also. Tasten und Knöpfe. Das brauchen wir alles nicht. Tempomat.
Keine Ahnung, wie geht. Du, ich bin es. Engin Bey ne tarafa gidiyor? Köln'e gidiyorum. Ich weiß halt nicht, was auf der Taste war. Auf der weiß ich es auch nicht mehr. Ach, guck mal, da ist doch schon wieder der Alex. In Dortmunde. So. Zoom der Innensicht. Ach, hier gab's einen Big Crash. Also, Eingabetaste war das hier. Auflieger ankuppeln war das hier. Escape lassen wir. Es fehlt nur noch die Taste da unten. Also ich drücke darauf und will sie euch zeigen, aber die Kamera ist nicht an. Scheibenwischer verlangsamen, Scheibenwischer generell. Können wir darauf machen? Ist jetzt hier irgendwo was wieder? Differentialsperre brauchen wir nicht. Das machen wir alles über Tastatur. Also. So. Okay. Das hat auch geklappt. Jetzt fahren wir tatsächlich noch eine kleine Tour. Um zu gucken, ob das alles funktioniert. Nehmen wir wirklich nur eine kleine Tour. So klein muss sie dann auch nicht sein. Hier, ein Truckstore nach Amsterdam. Jetzt kann ich nämlich mal ganz kurz gucken, ob ich... Ich gehe schon mal raus aus ETS, ne? Jojo, klar. Lass uns loslegen. Warum habe ich denn jetzt kein Hintergrundbild mehr? Boah. Personalisierung. Nach dem Essen kommst du ja nochmal auf den Discord, ne? Ja, ja. Nee, da wollte ich jetzt nicht rein. Wo finde ich denn nochmal die Screenshots? Ach, bestimmt bei Dokumente. Genau. So. Ja gut. Mach Selector yapma, inerim aşağı. Gestern waren es die Chinesen, heute sind es die Inder. Links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Da ist der. Biege nach rechts ab. So biegt man ab, alles klar. Genau den Screenshot wollte ich doch. Immer geradeaus. Muss ich schon wieder pinkeln, ey. Du musst links abbiegen. Bin mal kurz weg. Biege nach links ab. So. Demnächst rechts abbiegen.
Ja, das Ding ist halt immer, wenn ich bei meiner Freundin bin, verpasse ich so viel am Wochenende. Und am Wochenende bei meiner Freundin mache ich halt nichts. Ich mache nichts bei ihr. Ja, außer dumm rumsitzen. Ist das wirklich nicht dumm, nicht böse gemeint. Aber ich langweile mich zu Tode. Aber gut, man kann jetzt auch nicht wirklich was machen, ne? Hätte ich einen Führerschein und ein Auto, würde ich mit ihr zum Beispiel ins Autokino fahren. In Köln, oder bei Köln ist das. Da gibt es ein Autokino. Das wäre ja dann was. Auf geht's. Aber du kannst ja nicht ins Kino gehen. Du kannst eigentlich nichts machen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ja, das ist das Problem halt. Man kann nichts machen. So, und sie wohnt halt in einer beschissenen Ecke, wo man jetzt nicht wirklich gut spazieren gehen kann, weil sie hat da zwar einen Park bei sich, er ist jetzt nicht sonderlich groß und das Problem ist halt, direkt daneben ist eine Autobahn und Balu braucht nur einen Fahrradfahrer sehen, da rennt er weg. So, und er rennt dann erstmal irgendwo hin, Hauptsache er fühlt sich sicher und meistens rennt er aber dann dummerweise Richtung Autobahn. So, das ist halt das Doofe daran. So, ja, zum Kanal ist auch immer blöd. Wir haben hier einen wunderschönen Kanal, wo man hinlaufen kann. Das Problem ist, dass halt jetzt zu Ostern halt ein Haufen Leute auf die gleiche Idee kommen, dahin zu latschen. Ne, dass da halt ein Haufen Gleichgesinnter auf die Idee kommen. Ne, man geht mal halt mit dem Hund raus. Und das ist halt das Schwierige. No problem, I have recording. Zum Arschloch, was fährt denn da auch rückwärts mit seinen scheiß Double Trailern? Ja, das ist halt alles immer ein bisschen blöd, ne? So, und wirklich einfallsreich ist dann meine Freundin auch nicht. Und die ganze Zeit halt Netflix gucken, hast du auch keinen Bock. Demnächst rechts abbiegen. Ja, zumal ich hier für meinen Blödsinn bezahle. Biege ja, für nach rechts Disney Plus. Ist deutlich günstiger als Netflix, bin ich ganz ehrlich. Ja, bevor ich jetzt da jeden Monat 14,99 sind das, bezahle. Damit ich da unten Ultra HD Blödsinn Paket habe, kann ich auch die 7,99 bezahlen. 6,99 und habe Ultra HD und kann richtig gute Filme gucken. Bei Netflix ist zum Beispiel das ganz große Problem, die haben da zum Beispiel hier das mit den Autos, wie heißt denn das? Transformers, aber nicht alle Teile. Die haben Filme, wo sämtliche Teile fehlen. Da könnt ihr euch dann Teil 3 und Teil 5 angucken. Aber Teil 1, 2 und 4 fehlen zum Beispiel. Und das ist so, wo ich sage, ey, das muss überhaupt nicht sein. Das bringt ja rein gar nichts. Deswegen sehe ich nicht ein, für so einen Scheiß dann 15 Euro zu bezahlen. Wenn ich da noch nicht mal die kompletten Filme von 1 bis Ende sehen kann. So. Moin Moin. Das war die Truckers MPID. Ich gucke jetzt noch mal kurz, ob es auch die richtige ist. Der fährt denn da vor mir, den ich kenne? Ach, der Alex. Danke, Alex, Luna, für den Clip. Alex fährt vor mir. Mhm. Jawohl, das war der richtige. Ja, noch ist er nicht gebannt. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Achso,
Warte mal. Go. Nimm die Ausfahrt rechts. Haben die im Moment so viel Reports? Weil ich habe den Typen auch nochmal reported. Den von gestern. Ich kenn. Achso, okay. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Ja, die werden gerade sehr viel zu tun haben. Biege nach rechts ab. 80363. Genau, der war das. Wann ist das passiert? Um wie viel Uhr? Heute? Sagen wir 13 Uhr, ne? Ja. EU-SIM 1. Ramming. So, jetzt brauche ich einmal den Clip. Ich weiß leider nicht, wie schnell Alex fährt. Ja, kann sein, dass der Clip nicht angenommen wird. Bei dir jetzt. Ja, ja. Dann ist es halt um 12 Uhr passiert. Mein Gott. Dumme Hühner. Ja, wie? Das geht nicht. Dann halt um 11 Uhr. Was wollt ihr von mir? Ja, das geht. Clip wird sowieso nicht angenommen. Wieso? Weil der Beweis muss mindestens 30 Sekunden sein. Ja, damit das gut erkennbar ist, ne? Ja. Trotzdem danke, Luna. Ja, aber vielleicht hast du ja Glück. Ja, kann ja sein. Mal gucken. Man kann es ja immer noch klippen und 30 Sekunden lang machen. Stimmt, kann ich ja immer noch klippen, ne? Ja. Ja gut, muss ich warten, bis der Stream vorbei ist. Demnächst links abbiegen. Klebe ich denn jetzt den Sticker hin? Von biege nach auf links dem Lenkrad kann ich den ja schlecht klatschen. Oh, Mann, hat der Träger breite Reifen, ey. Junge, Junge, Junge. Da hat's die Ampel wegrasiert. Bei der Lampe. Laterne. Ich hoffe, Alex gibt ordentlich Gas, weil ich will gleich Essen machen. Ist das überhaupt ein Sticker? Gute Frage. Jo, das wollte ich auch noch mal fragen. Kann ich ja. Wann wird eigentlich die Bann-History gelöscht bei einem? Bann-History gelöscht?
Ja, also ab wann ist man wieder raus aus dem Schneider und muss nicht fürchten? Das ist ja so wie mit den Punkten in Flensburg. Irgendwann erlöschen die ja mal. Ich guck mal gerade. Bann History clear. Bans can't be deleted, but after 1 year bans are inactive. Okay. Okay, wie soll ich das verstehen? Also ich verstehe das so, dass nach einem Jahr die Bans weg sind. Dass man dann wieder bei Null anfängt. So verstehe ich das. Darkwolf, magst du da mal vielleicht deinen Chef fragen von der Consec? Also, die Bans bleiben, aber okay, sie werden nicht dein nächsten Bann links halten, und dann bleiben sie immer mit einbezogen nach einem Jahr. Okay, nach einem Jahr werden sie nicht mehr mit einbezogen. Immer richtig, das heißt, wenn ich jetzt gebannt werde, wird mein Bann von vor einem Jahr oder von vor zwei, drei Jahren nicht mit einbezogen. Okay. Das heißt, ich brauche nicht zu fürchten. Ich leider schon. Ich wurde letztes Jahr zweimal gebannt, dieses Jahr einmal. Dreimal, vierte Mal wäre dann 3 Monate. Und darauf lege ich es jetzt nicht unbedingt an. Nein, würde ich auch nicht machen. Ich hab's schon durch. Also passt auf, Leute, es geht schnell. Ja, guck mal, das ist sogar schon 3 Jahre her. Der letzte Bann. Deiner. Ja. Ich muss aber sagen, mein letzter Bann war absolut gerechtfertigt. So, aber wir haben Scheinbücher wieder. Ich weiß halt absolut nicht, was auf diesem Knopf war. Wir haben Tempomat, Tempomat wieder Aufnahme. Alles gut, hat sich schon erledigt. Haben wir schon geklärt. Ja, sie kann ja trotzdem abfragen. Kann ja sein, dass es sich nochmal geändert hat. Wie das aussieht mit der Bannhistorie, ob die Bans gelöscht werden, beziehungsweise ob die irgendwann inaktiv werden, dass die halt in den nächsten Bann nicht mehr einbezogen werden. Ich hoffe, ich habe das gut formuliert. Ja, hast du gut formuliert. Ah, ist doch ein Sticker. Ja, wo klatsche ich den jetzt hin? Und dann rechts abbiegen. Auf der Achselhaare. Oh. Biege nach rechts ab. Aufs Lenkrad geht ja schlecht. Direkt auf den Fernseher, der hier neben mir ist. Zack. Links halten. Du hast einen Fernseher drin abbiegen. Ja, oben an der Wand hängen. Biege okay. Nach links ab. Den ich aber auch nicht nutze. Echt? Ja, ich hab den mal genutzt. Ich habe sogar Apple TV daneben für YouTube und so. So wie dein Fire TV Stick quasi. Mhm. Ja. Aber nutzen tue ich das wirklich nicht. Demnächst rechts abbiegen. Gut, wir sind heute Abend wieder 20 Uhr live. Leute, ich habe Vorfahrt. Biege nach rechts. Hat ja alles geklappt soweit. Wir sind der jetzt echt auf. Der hat. Was ein geiler Spieler. Warten. Genau, richtig. Ob Bans nach so bestimmter Zeit noch mit einbezogen werden. Können wir gleich auf dem Discord quatschen. Ich sage Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschö, Mitte. Tschö. Und Sushi, passt auf, ich habe da noch was für euch. Jetzt haben es beide gemacht.